Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier in 7LS22 PC und wieder mit dabei Patrick. Grüß euch, Kleines. Ja, der Helfer hat da gerade ein bisschen eine komische Sache gemacht. Das hat mich dezent verwirrt. Okay. Ja, die Missionsfelder sind beide auf 99%. Der ist ja schon voll. Na, aber er springt wieder herum auf der Uhrseite, wo das Feld zu Ende ist. Das ist natürlich immer schon wieder das gleiche wie vorher schon wieder. Ah, jetzt fährt er wieder los. Ja, wir haben gerade abgestoppt und wieder gestartet. Ja, geht so. Mutation oder was tut das gerade? Bei mir ist er schon zu 70% wieder voll. Okay. Landdienstleistung auf Feld 8 abgeschlossen. 57% ist meiner voll. Ja, wahrscheinlich so wie deiner voll ist oder fast voll ist, ist bei dir auch fertig. So, auf der wird wahrscheinlich, ja. Weil du, dein Feld war immer ein bisschen schneller fertig als wie mein, also mit den Prozent war dein Feld immer ein bisschen vorn. Mir beißt die Nasen. Beißt es ruck? Ja, muss mich noch ärgern dann. In Stunde 3 Minuten, wie mir ärgern. Du auch? Ich wollte gerade sagen, so sind wir nachher zu zweit, ja? Nur bei mir ist schlimmer als bei dir. Ja. So, jetzt kann es schon so langsam fertig werden, weil sonst war das mein Hänger wieder, sonst war das mein Drescher voll. Das heißt, der Hänger ist schon voll? Ja, der ist schon voll und der Drescher ist voll. Und der Drescher ist voll. Du kannst aber heute halt herfahren, wenn er da zur Abladestation geht. Zu was für einer? Zu einer, zur Abladestation. Und der Drescher ist ja voll? Ja. Der Hänger auch, oder? Ja. Okay, dein Helfer habe ich jetzt einmal abgestoppt und mein Arbeit, der steht auch schon. Die kosten sonst noch gar nicht. Das heißt, so wie du abladen tust, wird 100% bei dir sein. Bei mir müsste er jetzt schon Gold. Ja, da geht's Gold bei mir scharf. Der Anhänger und da kommen noch ein paar. Ich glaube, das zahlt sich aus. Wie viel Platz hat bei dir im Hänger? Kann ich da jetzt nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Bei deinem Hänger da bei mir ging 59.400 rein. Ja, bei dir geht mehr rein wie bei mir. Wir sollten nachschauen, wie viel der hat. Was ist schon ein Tempomat? Wofür Tasten? 3. 1, du hast die Geschwindigkeit verringern und zwar. Voll Geschwindigkeit, weil dann kann ich nämlich ins Menü eine hopfen. Garage, Hänger. 33.600 Liter. Also kannst du sagen, bei mir fast das Doppelte.
So, dann laden wir mal ab. Ja. Ja. Unter 1000. Und wir haben die Mission nicht einmal noch vorendet. Jetzt Gehalbe. Und es kommen auch keine Hänger. Mhm. Also von dem her zahlt es sich aus. Da ja. Haben wir die Reparaturkosten und alles drinnen, glaube ich. Was habe ich gesagt? 14,5 deiner. Aber das war jetzt nur der Traktor gerechnet, gell? Ja. Und bei mir waren es, glaube ich, 27 oder was? 26.000? Keine Ahnung. Der Umsteller. Und das waren aber nur die zwei Traktoren, die anderen sind dann auch der LKW, mein Traktor, die Hänge dazu, die zwei Drescher. Fahren muss ich glaube ich noch einmal. Da hat er noch eine halbe Bahn, da hat er eine komplette noch und dann so eine halbe Bahn, die komplette Länge noch. Bei meinem Feld. Ich sage mal, das wären noch 1, 2 Hänger voll sein, also wirklich 4 mit meinen. Trotten auf die Schnelle mit dem Missionsgeld wird noch am Ende 350.000 auf dem Konto stehen. Warte mal, bei dir hat er schon den ganzen abgeladen, gell? Also bei dir hat er schon der ganze Hänger zählt, gell? Ja. Und das waren bei dir 30.000 was. Ja. Und bei mir, da war aber schon, kannst du sagen, ja, Großteil 40.000, der halbe der Hänger ungefähr. Ah ja, genau, bei dir war ja nur der halbe, der kannst du sagen. Mhm. Ja, dann wenn es mehr sein, dann vielleicht 400.000. Irgendwo in dem Dreh um die Raden mit dem Missionsgold, was wir kassieren. Oder wenn das Missionsgold ist, würde man einmal 81 und einmal 90.000. Sind wir dort schon auf 170 haben, kannst du sagen. Ja, dann ja, sind wir auf 270. Plus jeder noch 2 Hänger. Ja, 350, 400.000, tut ja rum und den Dreh. Weil bei dir ist ja eher ein Hänger und
Bei mir sind es ja zwei. Dann tat's nicht mehr, dann ist endlich die Mission fertig. Er fällt mir seit ja bald zum Enden, so, oder? Oktober. Oktober erst? Zu spät? Mhm. Okay. Da muss ich schon. Sojabohnen, ja. Oktober. Oktober bis Dezember ist Erntezeit. Weil langsam tust du ja schon leichter mit Nachschauen, wo du was nachschaust, was du machen tust. Ja. Sicher, was du, wie gesagt, was du ja bevor mit deinem Spur eigentlich so gut wie gar nichts. Ja. Eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Ja, bei 19 aus, glaube ich, einmal kurz reingeschnuppert, oder? Ja, genau. Aufgenommen haben wir erst ab dem 22er zusammen. Genau. Weil ich weiß, ich habe mit dem 17er begonnen. Aber auch erst ziemlich spät, also da hast du, was hast du da für ein Das war heuer, glaube ich, oder? Heuer war, was du zu gestoßen bist. Ich weiß gar nicht, ob ich da bei der Big Flat Texas Map heuer bekommen oder letztes Jahr? Ich glaube, heuer hast du bekommen. Auf der Map? Weil du hast ja beim anderen hast du noch die Cantabria gespielt. Das war ein 19er. Ja, beim 22er habe ich inzwischen die Anfangsmap, beim Anfang gespielt, die Opelaron, die französische. Das habe ich nachher eine Zeit passiert, weil ich ja daheim so Floorarbeiter gehabt habe. Da ist mir nicht mehr ausgegangen und dann habe ich die angefangen. Weil ich ja was haben wollte mit großen Verhältnissen. Hauptsächlich das Ernten und sonstige Sachen, aber. Und da bin ich aber auch, glaube ich, mittendrin und die Kühe, glaube ich, haben wir gerade angefangen zum Versorgen, wie ich da dazugestoßen bin.
Weil da haben wir ihn noch in H vergerntet. Also angesäuert bei mir. Ja. Vergernt. Und im Endeffekt greifen die das nicht einmal an. Und da habe ich extra die Falter dafür gekauft. Genau. Sonst wäre es ja nicht so stressig, wenn er nicht der ganze Falter gekauft hätte, extra für die Kier. Mhm. Und im Endeffekt ist er so überflüssig gewesen. So, das nächste Goldstrahl da. Sicher gerade. Tiere 3000. Anhänger, glaube ich, kriege ich noch vor. Ich glaube, bei mir wird es nur bei einem bleiben, bei Anhänger. Ja, weil deiner ja größer ist. Mhm. Ja, dafür bringt deiner noch insgesamt bei dir 80.000. Ich will auch einen kleinen haben, bald Anhänger mit 34.000 haben. Dann sind wir schon auf 168 plus deine 80.000 wären 240 plus die 170.000. 170.000, ja. Dann sind wir auf über 400. Knapp 400, irgendwo zwischen 350 und 400. Ich glaube, da habe ich nicht einmal so schlecht geschätzt. Mhm. Und dann bin ich neugierig, wie viel bleibt am Ende, wenn wir alles repariert haben. Und gefroschen haben und alles, wie viel bleibt noch übrig. Bin ich auch gespannt. Wie heißt es so schön, wie gewonnen, so zerronnen. So, wo bist du? Und warum stößt? Du bist schon nach unten unterwegs. Okay, dann kriege ich keinen vollen Hänger zusammen. Und wie weit bist du bei deinem Fall? Ich bin gerade beim letzten Viertel. Also von der letzten Reihe ist
Das Viertel deppert noch. Ich hab noch die halbe Reihe. Aber ich nehme die komplette Braten, ist nur noch ein Drittel von der Braten. Das ist schon breiter. Ja, ich hab nicht ganz noch die, das Ganze. Was du mir echt gefällt mir jetzt? Wegen einem Helfer? Ja, der glaube ich, er ist fertig. So, und somit habe ich das beendet. Das fällt zumindest. Jetzt fahre ich noch schnell zum LKW. Nochmal ausräumen und alles. Dann muss ich noch den Hänger ausräumen können, also entleeren können und dann war's das. Metal noch. Ja, ich krieg nicht einmal einen ganzen Hänger vor. Wie viel kriegst du denn eine? Ich bin jetzt bei 43.600 Liter drinnen. Und 9.600, jawohl. Ich hab ziemlich voll gekriegt, zuerst gehen. Prozent SES kriege ich voll. Ist der Hänger voll geworden? Nein, auch der 50. Wir fahren ja ab Dank.
So. Gleich geschafft. Jo, ich bin schon bei der Entladestation. Nein, noch nicht ganz. Zehn soll ich schon, aber. Schauen wir mal, was ich mit meinen 81% aushole. Auch der 40.000. Und jetzt kommen auch. Ja, 50%, ein bisschen über 50% drin, also sind es 15.000. Dann haben wir aber knapp 200.000 dann. Dann gebe ich die Mission auch an. Du hast mehr gekriegt. 19.000, 202.000. So, jetzt gebe ich die Missionen noch ab. Abschließen. Abschließen. 373.000. Darf man nach Hause mit allem drum herum? Will ich gleich mit dem Reparieren anfangen, mit dem LKW und dem Hänger? Ja, gleich alles reparieren, waschen, einmal alles wieder sauber machen. Danke. Ich bin ja auf dem Weg schon mal zum Hof mit dem Traktor und Hänger. Ja. Ich bin gerade angekommen mit dem LKW. So, einmal reparieren. Und das 3400. Das geht noch. Und da haben wir ein bisschen über 600. So. Das war der LKW plus Hänger? LKW plus Hänger, ja. Das war nicht voll gewesen. Ein bisschen über 15.000. Das wäre nicht voll gewesen. Ne. Jetzt werde ich gleich tanken gehen, ein LKW. Wenn auch genügend Winter downstehe ist und seit dass ich dort auffahren muss. Schauen wir mal. Ja, also der LKW ist voll. Zum Waschen. So. Dann einmal Hänger reparieren. Traktor reparieren. Das hat ein bisschen. Was kostet er? Und einmal tanken. Das ist sauer. Wo kommt man, wo den Traktor, einen LKW mit dem Hänger hin haben? Rechts, genau in der Halle eine. Rechts, genau in der Halle eine, jawohl.
So, liebe Leute, aber wie es am Ende ausschaut, wie viel überbleibt, seht ihr dann in der nächsten Folge, beziehungsweise wir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise Abend, je nachdem, wann schaut, und die letzten Worte kommen von Patrick. Ja, das hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, viel Dächer.